So, Freunde, willkommen wieder bei Kluwes mit einem neuen schönen Spot am Windelbach. nein, Winden, nicht Windel, aber es klingt so ähnlich. Ja, heute geht es auf Brasse. Der Spot ist eigentlich sehr schön. Meine Ausbeute in 40, 39 Minuten, 51 Fische, gut bei Rotaugen und hier sind die mit Fähnchen, 2,3 Kilo Maximum bis jetzt. Als ich hier eingeloggt habe vor 40 Minuten, das war im Spiel so 4, 5 Uhr morgens. Alles hier gebissen wie bekloppt. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger geworden. Ich habe hier auch jetzt verschiedene Haken ausprobiert. Ich hatte auch kurzzeitig einen 1-0er, Quatsch, einen 1er dran. Das hat die Fische jetzt nicht wirklich größer gemacht. Jetzt habe ich einen 6er Haken. Aber ich zeige euch alles gleich. Und ja, es klappt. Ich denke mal, in anderthalb Stunden habt ihr einen Kescher voll. Ich werde dann gleich auch noch mal verkaufen gehen. Dann seht ihr, was man hier so verdient. Ich denke, nach einer Stunde gehe ich verkaufen, damit ich einen Wert habe. Übrigens, wenn ich ein Video drehe für euch, das mit dem Verkauf, das weiß ich nicht vorher, was dabei rumkommt. Ne? Also, es gibt gute Spots, was das angeht. Es gibt schlechte Spots, aber ich denke dann mal, der ist hier nicht ganz schlecht. Wir sind übrigens bei 111, 126. Sprich, ihr startet ja hier im Windelbach. Da müsst ihr eigentlich nur nach oben gehen. Ein bisschen laufen und dann seid ihr da. Die 500 Gramm oder 600 Gramm Brassen kann man natürlich zu Fischfesseln verarbeiten. Ein Tipp für diejenigen unter euch, die vielleicht noch keine Vorfächer benutzen können. Angelt einfach ohne. Ja, notgedrungen, ne? Ihr müsst dann halt einfach eine entsprechende Schnur wählen. Ob jetzt Fluorcarbon, muss jetzt nicht unbedingt sein. Eine Monoschnur langt, denke ich auch. Ach, guck mal, der ist ein bisschen was größer. Der Fisch. Jo, 2 Kilo fast. Wir schmeißen hier in die Richtung von dem Gebüsch hier drüben. Da. Aber ob ihr jetzt hier oder da hinschmeißt, das ist nicht irrelevant. Das ist nicht relevant. Ah, da ist er wieder. Ah, da ist auch was größer. Okay, also abends scheinen hier die größeren Rassen zu beißen. Da will er gar nicht raus. Boah, 3 Kilo. 5000 XP mit, bin ich mir nicht sicher, ob das mit Happy Hour war oder ohne, aber ich sag mal, im Low- oder Medium-Bereich kann man hier, denke ich, schon mal gut leveln. So als Tipp. Ich bin echt so schnell, ich habe keine Zeit zu lesen. ich habe hier einen Clip von 10 Metern eingestellt. Damit kommt ihr ungefähr in die Mitte von dem Loch hier. Von dem da. Ja, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Wir haben eine 10 Kilo Schnur. Ich angel jetzt mit Futterkorb. 6,4 Kilo Vorfach mit 60 cm. Ihr könnt auch 7,7 Kilo nehmen. Also darunter würde ich jetzt nicht unbedingt gehen. Deshalb bin ich bei 6er Haken. Das ist jetzt Karpfenhaken, könnt aber auch normale wählen. Knoblauchteig als Köder und eine Standardmische für Brassen. Bergraupen, Fliegenmahnen, Hirsebrei, Anisöl. Ich sag mal so, wenn ihr ein bisschen, ich habe zwar nicht mehr sehr viel, 100 Stück habe ich noch, aber wenn ihr ein bisschen Knoblauchteig oder Brassenfutter braucht, könnt ihr das unter dem Video schreiben, aber bitte genau schreiben, was ihr haben möchtet. Nicht einfach Hallo und sich dann wundern, dass ich nicht schicke, weil Hallo kann ich nicht verschicken. Ich kann euch zwar ein Hallo schreiben, aber
Oh, jetzt geht's aber los hier. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. So sehen große Fische aus. Also deswegen, aus dem Grund würde ich da nicht unter die 6 Kilo gehen. Weil die Kopfschläge von den Brassen, die merkt ihr schon in der Schnur. Und da die Vorfächer ja recht schnell kaputt gehen. Und wenn sie kaputt gehen, also wenn sie die Haltbarkeit verlieren, dann geht damit die Tragkraft des Vorfachs runter. Und habt ihr so ein 5 Kilo Vorfach, was noch 10% kaputt ist, dann habt ihr nur noch 4,5 Kilo. Aber nochmal, also abends kommen hier die Großen, das kann ich jetzt bestätigen. Abends kommen hier die Großen. Jo, was haben wir denn jetzt? Nach Gewicht. Jo. Sieht doch ordentlich aus. Nach Zeit. Wie lange bin ich hier? 44 Minuten. Den einen holen wir noch mit. Und wie gesagt, in einer Stunde, Quatsch, doch, nach einer Stunde gehe ich verkaufen. Dann sehen wir uns beim Verkaufsstand wieder. Bis gleich. So, Freunde, da sind wir wieder. Wir nähern uns dem Café und dem Fischkäufer, Ankäufer. So, erstmal im Café gucken. Übrigens, es sind 80 Fische jetzt. 80 Fische in, ja, Minute, Stunde, zwei, aber ich muss ja auch noch ein bisschen latschen. Rotauge. Ja, könnten wir machen, aber sind denn Brassen da? Ja, aber leider Gottes haben wir nicht. Also, dann gehen wir mal verkaufen. Kabum. 173 Silber die Stunde. Ist das schlecht? Nö. Nö. Finde ich nicht. Und es war kein Trophy dabei, kein gar nichts. Da könnte ja noch alles kommen. Also, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Spot. Wir hören uns wieder, wenn ich was Nettes für euch habe. Und vergesst nicht, Daumen nach oben, Abo, bla. Wäre nett. Dankeschön. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann. Tschö.